Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 4 mit mir, eurem Illyria und dem Opa Zockt. Moin Moin! So, jetzt kann ich hier auch endlich anfangen. Wie ihr sehen könnt, wir haben Yui, Jetpacks. Yippie! Nur, wie ihr auch gesehen habt, das Ding frisst leider verdammt viel Energie. Ja, und das ist halt das größte Manko im Moment. Deswegen, ich nutze das Jetpack jetzt im Moment halt auch nur wirklich, um hier Gibt es solche Taschenbatterien? Nein. Doch, gibt es. Das Energietablett vom Mechanismen, glaube ich, kann das. Und, oder warte mal, was ist mit der Batterie von Mattery Overdrive Legacy Edition? Ich meine, es funktioniert, aber 400.000 RF ist jetzt auch nicht gerade die Welt, was das Ding vom Mechanismus kann. Kilo FE. Kann man da echt nichts weiter mit. Ja, wie gesagt, ich nutze es jetzt im Moment hauptsächlich nur dafür, um die Plattform zu erweitern. Ja, vor allem auch, wenn es später in den Killergeschoss geht. Oh, das Ding gibt's auch hier. Das Ding ist so fett und geil. Der Atomic Disassembler. Das Ding ist so saugeil. Instant abgebaut und klatscht du diesen Hammer in Monster vor die Rübe, der ist instant weg. Das Ding ist geil. Frisst viel Strom, aber das Ding ist saugeil. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr Mechanismen spielt, baut euch den Atomic Disassembler. Guck mal nach der Taschenbatterie. Vielleicht funktioniert die ja. Ja, wie gesagt, seh zu, dass du. Es gibt wichtige Sachen. Du hast so viel noch zu tun. Mach erstmal die wichtigen Sachen. Zum Beispiel mit Obsidian. Obsidian oder die Dingsmaschine. Stimmt, der Osmium-Kompressor, den wollte ich bauen. Der Osmium-Kompressor, dann fehlt dir noch immer noch diese. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, für die Viecher da. Auf Stahl. Ich weiß gerade nicht. Warte. Simulation Chamber. Ja, richtig, da war ja was. War das mit Kohlenstoff? Das ist mit Kohlenstoff. Warte mal, kann das nicht auch hier mit? Nö, schade. Machen wir das. Eigentlich mag ich den Mechanismus-Mod wirklich sehr gerne. Es ist schade, dass es die selten gibt. Ah, kein Strom mehr. Das Ding frisst zu viel. Welches Ding? Die Metallurgic Infusion. Ja, diese Infusionsmaschine hier. Der Infuser. Er frisst 8 Kilo RF. Kannst du mal schlafen gehen? Ja. Ich glaube, du müsstest noch in der Nähe des Bettes sein, oder? Bin ich auch. Ach komm, das soll mal reichen. Sowieso zu wenig Strom. Ich hab jetzt genug Stahl, das muss reichen. Eine Stahlhülle. Dann zwei Eimer, wenn wir nicht haben. Weiß, ist egal, kann man nicht genug von haben. So. Fortgeschrittener Schaltkreis. Haben wir. So, und der Kompressor ist fertig. Soll ich den gleich aufbessern zur nächsten Tierstufe, dass er die Maschine schneller arbeitet? Die Chamber ist schon fertig? Richtig, die Compressed Chamber ist fertig. Simulation Chamber.
Du hast, wir brauchen noch auch die Compress Chamber. Ja, aber erstmal die Simulation Chamber, damit das Ding laufen kann. Ja, so endlos viel brauchen wir nun auch nicht davon. Ja, aber es kann, dann kann es wenigstens schon mal leveln. Ich bring die. Damit dann, wenn wir halt das Zeug brauchen, dass das Zeug dann halt auch relativ schnell hergestellt werden kann. Weil wenn du dann erst anfängst und sagst, oh, jetzt müssen wir dann leveln, dann brauchst du wieder Ewigkeiten, bis das Ding hochgelevelt ist. Ich wollte dir nur mitteilen, du kannst jetzt Glowstone Ingots herstellen. Das war, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, Glowstone war mit Osmium, ne? Genau. Für Advanced Coil. Weißt du was? Ich bin doch gerade bei der Maschine. Ich mach dir das mal eben. Ja, ich muss eh jetzt rüberkommen. Aufladen. Aber ich glaube, das Ding frisst auch verdammt viel Strom. Osmium brauchen wir. Und. Hab ich immer. Gut, dann schmeiß da rein. Wo ist denn das Ding? Direkt links. Links. Hier. Das ist ein Compressing Factory. Ja. Ja. Wir brauchen aber den Osmium Kompressor und nicht die Compressing Factory. Da geht's nicht. Hä? Osmium Kompressor, nicht Compressing Factory. Er sagt mir, das ist richtig. Gib mir mal Glowstone und Osmium. Er sagt mir, das ist richtig. Glowstone haben wir nicht mal wirklich viel. Wieso höre ich sie dann arbeiten, wenn du sagst, es geht nicht? Ich weiß ja nicht, was sie jetzt macht. Alter, ist das Ding lahmarschig. Alter, ist das Ding teuer! Ich sehe das gerade, der braucht unheimlich viel Flüssigosmium. Und 24. Nee, der tankt so viel. Wie viel er jetzt gerade verbraucht, ist nicht sichtbar. Doch, und links auf dem grünen Pfeil. 120F aktuell. Ja, okay, das geht ja noch. Aber der könnte ruhig nochmal Speed-Upgrades vertragen. Brauchen wir so viele Glowstone-Ingots, dass ich jetzt dafür Speed-Upgrades craften muss? Das sind die vom Mechanismus, ne? Ja. Zwei haben wir noch. Soll die ja, zwei noch nehmen? Ist ein bisschen schneller geworden. Ja. Verbraucht ist nochmal das Dreifache. 380F. Waren vorhin 120, ja, kommt hin. Brauchst du so viele Glowstone Ingots? Ja, leider ja. Okay. Was wollte ich in den letzten zwei Folgen machen? Ich wollte diese Item-Conduits haben. Gut. Wegen Obsidian. Echt jetzt? Ich glaube, das Osmium reicht gar nicht. Ich habe ja Osmium ins System geschmissen. 612 Ingots sind im System. Ja, aber er soll lieber das Ding ja leer machen. Vielleicht brauchen wir das Teil ja noch für was anderes. Möglicherweise. Obwohl, das könnte. Nee, das reicht nicht. Ach, dann warten wir es mal ab. Wo habe ich denn hier mein Getränk stehen? Oh, das Getränk war schon voller, als ich gedacht habe. Noch. So langsam, Itemduct. Ach komm, lass mich mit Hardened Glass in Ruhe. Das Rezept ist nervig. So, gut, und ich brauche dann halt noch eine ganze Ecke an das andere Zeug da wieder. Compressed Redstone und solche Geschichten. Ja, Compressed Redstone ist leer. Ich hatte die zwei Stacks gemacht. Ja, das hat ja gereicht.
Nochmal zwei Sticks? Oder wie viel Redstone möchtest du haben? Warte, ich schmeiß mal was rein. Weißt du, welche Maschine? Ja, weißt du. Ach komm. Ja. Gut, danach wäre dann halt Stahl-Jetpack. Stahl ist ja wiederum kein Problem. Und dann kommt, ach du ahnst es nicht. Und danach kommt das Platin. Platinum-Jetpack. Nett. So, das Eisen-Jetpack. Fuel Usage. Das braucht 120 FE pro Tick. Will ich hier verschaukeln. Itemdukt. Hover Speed 0,7. Das ist dann 310. Vertical Speed verdoppelt sich dann nochmal. Opa, weißt du einen Trick, wie sich Item-Leitungen mit Blöcken verbinden können? Was? Ich muss hier diese Leitung mit diesen Cauldrons verbinden, aber er verbindet sich nicht. Gibt es da einen Trick für? Vielleicht mit einem Schraubenschlüssel? Dass ich wüsste. Ich hole mal die Wrench. Ey, wieso arbeitest du jetzt hier nicht mehr? Hast du keinen Strom oder was? Der hat keinen Strom mehr, das Ding ist einfach mal. Was? Die Energiegenerierung ist zu lahm. Nee, es sieht aus wie ein Flurbuffer nicht schnell genug rausgeholt. Ich Ach glaube, die nee, Batterie taugt nichts. weil hier noch die Low Power Cells sind. Ja, richtig, das ist der Flaschenhals. Das heißt, eigentlich müssten wir die Power Cells hier wegreißen. Dann lohnt es ja doch, die Leitungen zu setzen, die ich gemacht habe. Verbindet sich nicht. Zack. Und zack. Und dann müsste die ganze Geschichte jetzt hier mehr als genug Das Strom ist bekommen. nicht wahr. Er verbindet sich nicht damit. Ich werd verrückt. Ja, guck mal an, jetzt kriegt ihr alles genug Strom. Der verbindet sich nicht. Der verbindet sich, aber der andere nicht. Ich krieg keine Item-Dux an die Cauldrons gesetzt. Nicht genug Strom. Unsere Batterie ist leer, glaube ich. Ah, Große. ganz toll. Läuft das System noch? System läuft noch. Warte Okay. mal, es gibt doch dieses Reverse-Upgrade. Vielleicht funktioniert das damit. Nein, weil er sich ja nicht verbindet. Item Translocator. Die Dinger sind nicht verkehrt, die Item Translocator. Entity Nein. Conveyor. Wie sieht denn das mit Elektrum aus? Haben wir da noch was da? Muss gucken, ob Gold und Silber da ist, ansonsten stelle ich die was her. Ja, Gold und Silber sollten wir haben. Aber wir haben nichts mehr. Gold. Zwei Stecks. Das war 1 zu 1, ne? Ja. Alloy Furnace haben wir Nein. Muss ich das jetzt tatsächlich mit der Schmelze machen? Kannst du, glaube ich, auch mit der Mechanismenmaschine, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Na doch, wir haben noch einen Alloy Furnace hier. Ja, haben wir doch. Natürlich. Stormwork, meine Factory, Latex Processing Unit. Das hier, Tree Fluid, irgendwas Extraktor, irgendwas Zell. Ah, ja, egal. Oh, sogar mit Hopper und Doppelhopper. Sehr gut, alles rein da. Ja, ich sehe gerade, das kann wirklich nur der Alloy-Smelter, die Kombinierung. Was? Ah, nervig. Ich habe hier versucht, was zu verbinden, irgendwas mit Items, aber es funktioniert nicht. Translocator gibt es. Item Translocator, Enderperlen. So, davon zwei. Ich mache jetzt mal die Simulation Chamber. Ich
Ich brauche hier Enderperlen und die kriege ich durch dieses Nee, extra Terrestrial du verkacktes Arschloch. Matter. Oh, was gibt's denn da? Oh, nee. Haben wir noch Plastik? Plastik. Haben wir hier Plastik gehabt? Das ist hier nicht Factorio. Dafür hast du extra das Ding aufgebaut. Welches? Dein komisches Silikonzeugding da. Ach, ja, Gummi, ja. Haben, müssten wir haben, ich guck mal nach. Nee, reicht. Hab ich. Ich kann dir trotzdem noch welches geben, weil hier dürfen auch noch mal da sein. Nein, ist zwar Drei. nichts mehr da, aber ich kann es mal wieder auffüllen, dass es arbeitet. Ich brauche Holz, dann baue ich eben wieder auf, dann läuft es weiter. Elektrum, 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 Elektrum. So, es wird wieder Plastik hergestellt. Oder Latex. Denn da ist in der Mitte? Item Ah, Transfer, warte mal. Ich erinnere mich, da war doch mal was mit Bonsai Trees. Habe ich nicht mal eine Chorusfrucht herstellen wollen? Stimmt, dafür wollte ich extra Terrestrial Matter haben, für eine Chorusfrucht. komm mal hierher. Ja. Im Core auf den Links kannst du dir dein Elektrum-Jetpack abholen. Wo? Im Crafting-Terminal. Ah, danke. Wow, jawohl, jetzt kommen wir der Sache schon mal langsam echt näher hier. Erstmal aufladen. Da kannst du lange warten, bis das aufgeladen ist. Ich sehe es gerade. Diesen Charger Tier 3, ist das nicht die höchste Stufe oder gibt es noch eine Stufe höher? Ey, da gehen 900.000 Ja, RF die pro Leitung, Sekunde ja, die rein. Leitung ist zu Ne, wir haben keinen schwach. Strom mehr. Der zieht das nicht schnell genug aus dem Buffern raus, weil die. Ach, du hast die Batterien abgenommen. Richtig, aber du musstest immer die Leitung anschließen. Ah. Aber du hast die Leitung nicht angeschlossen. Nö, weil du mich unterbrochen hattest, du hast gesagt, du hast mich gefragt, was tust du da? Aber mache ich eben. Ich habe nicht gesagt, was tust du da? Ich habe gesagt, du hast doch eigentlich hier genug Energie, aber na gut, wie viel fressen die Dings, die Laserdrills? Die 100 RF, ne? Nee, falscher. Hast du da wieder dran jetzt? Ich schließe sie gerade an. Sag mal Bescheid, wenn du es dran hast. Ja. Angeschlossen. Wie viel Strom haben wir jetzt noch drin in der Batterie? 4.552 und fallend. Das ist 4,5 Millionen dann. Okay, ja, die Anzeige ist ein bisschen verwirrend. Zumindest für meinen Geschmack. Natürlich klar, ne? Wenn wir jetzt insgesamt nur 4,5 Millionen Energie haben und alleine in die beiden Jetpacks 20 Millionen reingehen, könnte das unter Umständen Problem ist, wenn ich jetzt. Ja, eigentlich könnten wir oder eigentlich können wir uns das Jetpack noch gar nicht leisten. Nur wegen der Energieproblematik? Dann gehe ich das Risiko aber gerne ein. Und wenn ich mir irgendwie so einen Petrified-Generator dahin klatschen muss, das Risiko gehe ich aber gerne ein. Weil Kohle haben wir en masse. Aha, Cola haben wir auch was. Etwa nicht mehr? Wenn du das sagst. Ich habe nichts gesagt. Holzkohleblöcke haben wir. Und 8.870 Holzkohle. Aber wir können ja nichts mehr herstellen, weil
Kennst du das übliche Problem? Ja. Wie gesagt, die Hälfte meiner Maschinen sind abgeschlossen, weil der Strom nicht da ist. Weißt du was? 4,3 Millionen. Weißt du was? Ich werde uns eine Energiequelle bauen, die uns am Tage wenigstens Energie liefert. Das bringt halt auch nicht viel mehr. Nachts nicht, aber tags schon. Hey, geh weg da, du Arsch. Oder hinten ist echt Party wieder. Hab ich schon gedacht. Boah, Alter! Ich muss mal ganz schnell weg. Hier geht's zu Lyria. Komm, hier lang, Was? hier, hier Was? hin. Hallo. Der Hey. greift. Wo ist das Problem? Der ist weg, der Enderman. Der Opa hat Angst vor Endermänner. Sollte von Ey! mir haben. Oh, aber hier sollten wir vielleicht mal wieder ernten. So, ja, ich weiß ja, wo Oh, ich stehen oh, geblieben war. oh, 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 warte Der ist nicht craftbar, das ist zu teuer. Komprimiertes Obsidian. Eieieiei. mal. Da. Okay, ich brauche noch angereicherte Legierung. Och, haben wir genug angereicherte Legierung. Ja, wunderbar. Kann ich ein bisschen was craften? Bist du gerade am Terminal am Arbeiten? Gut. Also billig ist es nicht. Soll ich dir mal sagen, Ah? wenn du schon nicht gut drauf bist, die Lyria, hier ist ein Keks. 12. Oh, danke schön. Oh, lecker. Danke. Jetzt geht's mir viel besser. Zeug hier. Oh shit, die Power Cell Medium. 4 Stück brauche ich davon. 4 Stück. Right-click with the range to toggle input-output mode for a side. Can we with other sides form a big multi-block? Na gut, jetzt hast du natürlich auch nur 1011, die da rausgehen, ne? Ich setze mal provisorisch hier auf die Stromleitung was drauf. Oder wo darf ich was draufsetzen, was Strom produziert? Direkt auf die Batterie. Auf die Batterie. Hier einfach so drauf? Ja, warte, musst aber Input war gelb, ne? Nein, ich glaube, das war Output. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der. Nee, warte mal, ich glaube, der muss erstmal angeschlossen. Ich weiß nicht, ob der so den Strom abgibt. Wie kann man das prüfen? Er produziert zumindest 47 RF. Wo siehst du das? Indem ich auf das Ding rechtsklick draufklicke. Ah. Produzieren ist eine Sache, abgeben eine völlig andere.
Weil du siehst, Nee. er hat vorne hier, er direkt hier Ja, vorne so nimm einen nochmal weg. Anschluss. Nimm nochmal weg. Ja, Achtung, ich muss den Magnet einschalten, sonst fegt mir das Ding ins Void. Jetzt sag mir nicht, du hast das Ding verloren. Und du musst hinterher springen. Ich habe gerade gesagt, ich muss den Magneten eben aktivieren. Ich hab's abgebaut. Oh, echt jetzt? Du hast ihn abgebaut, ich nicht. Ja, ich hab ihn abgebaut und bin dann hinterher gesprungen. Hast du ihn gekriegt? Natürlich. Oh, mach mir nicht so einen Schrecken, Mann. So, du musst nur hinterher springen. Nee, warum hinterher springen, wenn ich einen Magneten habe? Ja, aber ich war schneller als du. Das heißt, das Ding muss. Ach, das ist dann. Warte, ich mache eben die Stromleitung vom Mechanismus, dann kriege ich das Ding auf jeden Fall Nee, nee, angeschlossen. brauchst du nicht, brauchst du nicht. Wir machen das anders. Keks, hier müssen wir kurz zur Seite. Das Ding kommt später aufs Dach. Du kriegst gerade Besuch. Scheiße. Okay. Arsch. Du hast ja zum Glück ein Jetpack. Ja, sind zwar laut, die Dinger, aber es produziert Strom. 47,39 RF-Butik ist nicht zu knapp. Es ist was, es ist was. Du hast den Oh, jetzt. gucke mal, das Teil funktioniert jetzt auch mal wieder. Komischerweise. Was funktioniert? Die In- und Ex- In- und Output. Ja, das ging vorher nicht, weil der Input schlechter war als der Output. Glaube Ja, ist ich. er jetzt auch. Ja, Wir gut. produzieren 597 und verbrauchen 800 irgendwas. Aber warte mal, guck mal bitte auf den Input. Ja, bin ich drauf. 590, 560. Hat sich was getan? 520, 550. Ja, also dann muss das Ding daran angeschlossen werden. Gut. Ja, es bringt etwas. Tatsächlich, es funktioniert. Gut, das heißt, wir bräuchten davon jetzt, damit wir nur allein das Ding ausgleichen, noch 10 Stück. Ach nein, habe ich den Opa auf eine gute Idee gebracht? Gut, ich Nö. mache welche. Nein, das war nur ein Beispiel. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar davon herstellen. Die andere von. Ich werde aber auch Windräder bauen, weil die Dinger arbeiten auch nachts. Und wenn ich den ganzen Windpark dahin klatsche. Weil Strom Stored brauchen wir. Energy, Advanced Inventory, no, das steht nichts dabei. Oder wir wissen, wie wir den Reaktor von Mechanismen bauen. Das Den hier. Fusionsreaktor. Ja, Opa, der Fusionsreaktor. Damit haben wir endlos Energie. Das wäre für Late Game interessant. Ja, definitiv, aber dafür müssen wir erstmal noch andere Genug Sachen Eisen. machen. Das Eisen geht aus. Das Eisen geht aus. Wir gehen nach Haus. Ja, pass auf, kannst du mal Ja? als. Ach, echt jetzt? Wer bist du denn jetzt? Diesmal, wer ist da? Ah, Slowpoke, okay. Als kurzfristige Lösung. Kannst du Black Concrete Powder herstellen? Black Concrete Powder. Das dürfte machbar sein. Muss machbar Beton. sein. Dann machen wir mal schwarzen Beton. Den Spruch kennst du ja. Machen Was wir fehlt da schön noch? schwarzen Beton. So, anreichern. Da ist noch Opas Redstone. Ich schmeiß mal das komprimierte Redstone ins System. Das.
Wieso habe ich Steak? Hattest du mir Steaks zugeworfen? Ja, kannst du bitte ganz kurz herkommen und auf den Energie Yep. Input achten? Mach ich. Alter, was ist denn jetzt los? Was? Hast du gerade eine Maschine angeschmissen gehabt? Ich habe gar nichts angeschmissen. Wieso? Ey, da lief gerade 1400. Ach So, wie so, viel ja, Input haben habe wir ich. Ja, jetzt? doch, habe ich gerade. Also eingehend ist 560 bis 590. Jetzt? 590 bis 719. 930 bis 9, 1057, 1055. 1055, wankend. Gut, damit haben wir natürlich jetzt hier einen ganz schönen Verbrauch an Leaves. Aber wenn du überlegst, dass wir 1011 nur machen mit unseren, mit den Leaves, konntest du dein Jetpack schon mal voll füllen? Nee, ne? Nö, der ist noch bei 564 Kilo FE. Aber kann ich Aber ja mal eben machen. guck mal, wie schnell das Ding jetzt auffüllt. Oh. Alter, das wollte ich gerade. Ist das Ding auch wieder leer? Ja, ich sehe es gerade. Der füllt gut auf. Ja, ich lasse jetzt meins erstmal volllaufen. Ja, dann lässt er jetzt voll auf, danach mache ich meins auf. Dann müssen wir nochmal gucken, was die Energie dafür davon hält. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich gerade noch machen wollte. Ah ja, Beton. Du brauchst Beton. Beton. Jeder braucht Beton. Genau. Beton. Ja, Betonieren wir die Welt. das heißt also, die Batterie wird gleich komplett leer sein. Davon Das können wir geht ausgehen. aber relativ gut. Sind 7 Millionen schon drin. Wie viel Beton, schwarzen Beton wolltest du? Opa? Opa, lach, mein Headset ist ausgegangen. Ja, wenn du es hinbekommen würdest, noch zwei Stacks. Zwei Stacks Beton. Echt jetzt? Okay, jetzt brauche ich nur noch zu festen Beton zu machen, weil Trockenbeton brauchst du nicht. Ich stelle mich mal hier ganz kurz unten runter, weil Kekse essen im Regen ist nicht gut. Den Hydrator. Wo war ich denn stehen geblieben? Yay, mein Jetpack ist voll. Gut, dann muss ich mal gleich auch noch auffüllen. Wir haben in der Batterie noch 1,1 Millionen RF. Gleich nicht mehr. Och, das geht relativ zügig. 1 Million RF noch. Ja gut, wie gesagt, das ist ja. Muss jetzt nun Wieso hat das mal. aufgehört? Alles Leaves. klar, er mag es nicht, wenn man mehrere reinschmeißt. Betonieren wir die Welt. Also die Leaves nehmen zwar ab, aber wir haben immer noch eigentlich mehr als genug. Ja, vor allen Dingen, wenn das Haus jetzt mal fertig ist, dann wird es noch mehr. Dann wird es hier richtig rund gehen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Autoexport und Autoimport in die ganzen Verbrennungsgeneratoren, am besten noch die Ist doch jetzt schon. Overclocker, wenn es die gibt. Ist doch jetzt schon. Ja, Overclock habe ich schon drin. Okay. Nee, ich meinte die Overclocker-Generators. Ja gut, aber die sind nicht so effektiv. Ich hab was für dich. Bleib mal hier, hab was für Einfach dich. ins System werfen. Okay. Dachte du, ich dachte, ich darf dich einbetonieren. Hast du den Jetpack schon wieder rausgenommen? Meiner ist noch gar nicht drin im Ladegerät. Ja, schmeiß es mal rein. Mach ich.
So, also wir haben jetzt einen Input von 1008 und haben einen Verbrauch von 1700. Der Verbrauch dürfte gerade schön exorbitant gestiegen sein, weil mein Jetpack drin ist. Ja, genau. Aber kannst du mal schnell schlafen gehen? Ja, müssen wir sowieso, sonst bricht die Energie zusammen. Ja, deine 47 Hefte, da macht's, die machen keinen Unterschied. Ein Kleinvieh macht auch Mist, wenn nicht, wenn aber auch nicht unbedingt großes. So, was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ja genau, Ich hatte Charcoal. irgendwas mit Eisen gemacht. Da war ja was mit Eisen. Ja, Charcoal wird wieder ordentlich hergestellt. Ja, Eisen wird jetzt auch gerade wieder hergestellt. Ich stelle auch gerade Eisen her. Inwiefern? Ich habe mir aus Ember und Resin habe ich mir dieses Ember-Zeug. Nee, aus Acorns und Resin habe ich mir dieses Ember-Zeug gecraftet, dann in die in Anreichern-Fabrik und dann in die Schmelze. Du weißt schon, dass du das durchs System automatisch craften lassen kannst. Ups. Opa, ich bin so ein Luxus nicht gewohnt, entschuldige. Und außerdem haben wir noch über 400 Ember im System, was gerade aber umgearbeitet wird zu Ingots. Oder auch nicht. Wir haben noch 24 Ingots. So, jetzt haben wir hier was. Dann craften wir noch mal eben das andere noch ganz. System? Was? Was? Why? Why do this? System ist offline. Ja, dann muss man dein Jetpack rausnehmen. Dann haben wir keinen Strom mehr. Okay. Ist draußen. Aber das Ding muss ich nur aufladen. Erst danach ist wieder Saft da. Why you do this? I got the power. So, jetzt dürfte sich das wieder erholen. Das System dürfte jetzt wieder online sein. Nö, Anscheinend offline. nicht. Hallo Enderman. Möchtest du Klatsche? Der blutet so schön, wenn ich ihn schlage. Sag mal, hast du da drüben gerade Maschinen in Mass laufen? Nein. Meine Maschinen sind fertig. Ach so, ja. Das Blöde ist natürlich, wenn das System ausgefallen ist. Ja. Dann werden natürlich auch keine Leaves mehr rausgepackt und dementsprechend auch kein Strom mehr produziert. Oh. Erinnert mich an Factorio. Hast du normale Greifarme an den Öfen stehen und es ist kein Strom mehr da, haben die Greifarme auch nicht mehr genug Saft reinzugreifen. Und was passiert? Die Öfen werden kalt und du hast sowieso keinen Saft mehr. Habe mal ganz kurz, ich habe zum Glück noch 4 Stacks Holz dabei gehabt. Ich habe jetzt mal Holz reingeschmissen. Jetzt muss aber mal ganz kurz warten, bis das System. Ja, ich Mal warte. ganz kurz jetzt erstmal die ganze Geschichte wieder durchprügelt. Jupp. Ist natürlich doof. Du sagst es. Guck mal, wie unser Strombedarf aussieht oder beziehungsweise unsere Stromproduktion. Wir verbrauchen gerade 300. Okay, müsste wieder gehen. Nein, System ist offline. Wieso ist das System offline? Tja, das frage ich mich auch. Dürfte eigentlich gar nicht Klemmer sein. bitte, klemmer bitte ganz schnell deine Leitung ab, ganz schnell. Habe ich.
Das System hat Strom, das System ist auch online. Hier ist offline. Die Leitung irgendwie durchtrennt worden? Enderman nervt. Ich schau gleich mal, Moment. In der Perle. Brauchte ich die nicht sowieso für was? Ah, schöne Sachen. Wireless Charger, den hatten wir. Wireless Charger wäre auch nicht übel. Gibt es nur eine Stufe. Okay, wir brauchen jetzt hier Acceleration Cards. Wir brauchen da definitiv Acceleration Cards. Ja. Acceleration Card. Das wäre auch nicht verkehrt. Ein Tiermob. Ich brauche auch diesen Dagger oder Digger, wie der Ding heißt. Dafür fehlt Eiseningots. Hast du noch irgendwo Eiseningots, die du mal schnell ins System schmeißen Ich kannst? habe einen ganzen Stack in der Tasche. Ja, schmeiß mal bitte ins System schnell rein. Drin. Danke. Bitte. Kann ich arbeiten am System? Das System ist gerade noch sehr, sehr instabil. Gib mir kurz 3 Minuten. Hey. Ich versuche es nicht allzu sehr zu belasten. Oh, Acceleration Card. Ja, solltest du sein lassen, egal was du gerade machst. Okay, ich mache gerade gar nichts. Entschuldigt, liebe Zuschauer, ich habe ein bisschen Kratzen. Warum kriegt ihr keine Leaves jetzt mehr hier? Muss ich einen Bonbon lutschen? Okay, vielleicht weil wir keine Leaves mehr haben. Ja, Was? zumindest von der einen Sorte. What the fuck? Okay, läuft wieder. Kann ich arbeiten? Ja, du kannst auch deinen Jetpack mal ganz schnell reinschmeißen. Bist du sicher? Ja, ganz kurz. Ich sag dann Stopp. Okay. Hast du? Ist fertig, ist aufgeladen. Komplett? Komplett. Hast du die Leitung wieder angesetzt? Nein, noch nicht. Gut, kannst du setz mal die Leitung wieder ran. 608 RF Verbrauch. Sag Bescheid, wenn die Leitung dran ist. Ist dran. 1500 Verbrauch. Ja, du ziehst gerade massiv viel Strom. Müsste sich aber langsam wieder beruhigen. 400 RF ziehst du im Moment drüben. Also eigentlich steht hier alles. Ah, okay. Das Sogar heißt, die deine Laser-Drüsen und sowas laufen auch Elektronproduktion. alle nicht. Das Einzige, was läuft, ist die Latex-Processing-Unit, um ein bisschen Gummi herzustellen. Sonst nichts, aber das frisst nicht so viele. Okay, das heißt, die Laser-Drüsen laufen auch nicht. Doch, warte, die laufen. Stimmt, da war ja was. Ich schalte eben ab. Nee, nee, im Moment sieht es ganz gut aus. Im Moment haben wir tatsächlich 50F Überschuss. Bin sicher, dass ich die Laserdrill laufen lassen soll. Lass erstmal laufen. Ich Okay. packe jetzt hier nochmal 3 Speed Modifier in jedem rein. Dann sind wir jetzt bei einer Produktion von knapp 1200 RF und wir verbrauchen 1000 RF. Das heißt, ja. Die Geschichte füllt sich wieder. Sehr gut. Sehr gut, sehr beruhigend. Gut, aber wir sind jetzt leicht drüber über die Folge. Ja, ich möchte noch ganz fix was fertig machen. Jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen. Ah, wie sieht das jetzt mit den Leaves aus? Dass wir uns jetzt hier nicht Leaves komplett leer laufen. Okay, da haben wir noch relativ viele Manual Seeds. 20.000 darf noch 20.000. Und ich sage mal, im Notfall, wenn die Leaves verbraucht sind, dann nimmt er ja noch die Sticks. Richtig. So, das heißt, Kohle wird jetzt produziert. Wie viel Kohle haben wir noch? Warte, ich guck nach. 8.918 Kohle und 977 Kohleblöcke.
Steinkohle haben wir nur 4 Erze und 23 Steinkohle. Ja gut, das ist mir erstmal grundsätzlich egal. Hast du noch eine Anschlussleitung für mich, für ein Solarpanel? Aktuell gerade nicht. Dann nehme ich eine ganz normale Leadstone. Charcoal, ja gut, das reicht ja vollkommen aus. So, Charcoal haben wir. Okay, Charcoal geht gerade massiv den Bach runter. Aber an sich gar nicht mal so schlecht. Hattest du einen Port eingestellt oder war das nicht nötig? Doch, du musst den Port einstellen. War ja blau. So. Wir haben jetzt zwei Solarpaneele stehen. Nicht die Welt, aber es ist Strom. So, guck mal, wie unser Charcoal-Vorrat sich jetzt gerade verabschiedet hat. Augenblick, erstmal kurz pennen gehen. Weil wir brauchen Strömium. Dann solltest du dich jetzt aber beeilen, wenn du noch was sehen willst. Ja. Also willst du Holzkohle zeigen, okay? Ja. Ich gucke gerade. Die Normalholzkohle geht gerade böse runter und die Holzkohleblöcke gehen schön hoch. 1675 Holzkohleblöcke, Holzkohle selbst ist leer. Genau. So, Holzkohle habe ich jetzt komplett leer gemacht. Jetzt muss die Maschine jetzt sich hier wieder aufarbeiten. So, jetzt packe ich noch die letzten produzierten Holzkohleblöcke rein. So, das heißt, wir haben 2000. Oh Mann, ey. 56 RF, 47 S. Wieso macht ein Generator mehr Strom als der andere? Die linke Solaranlage macht 47,39 F pro Tick, die rechte macht 56,41. Dann steht sie besser. Umso Für höher sie natürlich steht, desto besser ist es natürlich, ne? Dann mache ich mal kurz testweise einen kleinen Turm. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Das würde ich auch sagen. Liebe Zuschauer, ihr habt es gehört. Wir sind sowieso weit überzogen. 47 Minuten, ach du Heiliger. Ihr wisst Bescheid, liebe Zuschauer. Wir hoffen, ihr habt euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.